Hallo und herzlich willkommen zu Batman Arkham Knight. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, sind gerade noch so aus Ace Chemicals rausgekommen, bevor hier alles explodiert ist. Wir konnten die Explosion hier auch noch eindämmen, gerade noch so. Alfred, analysiere die Milizen, Truppenstationierung, Ausrüstung, Bewegung. Ich will genau wissen, was mich erwartet. Ich werde eine Analyse der feindlichen Truppen durchführen und mich dann melden. Oh. Ja, wie ihr seht, haben die Feinde hier jetzt Koffer übernommen. Mit ihren Panzern. Bitte schalten die mal aus. Oh. Du hast deine Ängste immer unterdrückt. Im Unterbewusstsein eingesperrt. Oh, 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 da hat er uns erwischt. Oh, ich muss mich erstmal noch an die Show hier wieder gewöhnen. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich das hier geplayt habe. So, dann bin ich zurück ins GCPD. Uhu. So. Ich kann gar nicht seinen Gesichtsausdruck abwarten, wenn du ihm sagst, dass seine Tochter entführt wurde. Und dass es deine Schuld ist. Naja. Das wird echt. Wir haben ja das Joker-Virus uns eingefangen. Das heißt, wir sind infiziert und haben jetzt hier quasi den toten Joker als einen Wegbegleiter, der jetzt ein paar Sprüche reißen wird, was mir gefällt, aber jetzt gerade. Ich alten Jimbo was sagen musste. Dabei fand ich eine bildliche Darstellung hilfreich. Erst der wird mir jetzt manchmal ab und zu reinlabern, aber egal, reden wir mal mit Jim. Los, Batman ist hier. Was ist los, Jim? Komm schon, du machst mir Angst. Es ist Barbara. Sie wurde entführt. Nein, nein. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie ist schon vor Stunden rausgekommen. Bleib ruhig. Wir befreien sie. Wer ist es? Wer hat mein kleines Mädchen? Scarecrow. Sie wurde aus dem Uhrenturm entführt. Wir müssen los. Es könnte Hinweise geben, die uns zu ihr führen. Ich folge dir. Bleib in Kontakt. Du musst ihm schon irgendwann sagen, dass es deine Schuld war, Bats. Das Beste ist ja, dass ich bei dir bin, wenn du es tust. So, dann folgen wir mal Gordon zum Uhrenturm. Du musst konzentriert bleiben. Es ist gefährlich da draußen. Fahr langsam und ich kümmere mich um mögliche Probleme. Warum habe ich das zugelassen? Du hättest das niemals vorhersehen können, Jim. Vorhersehen ist mein Job. Als Polizist und als Vater. Das Ganze ist meine Schuld. Naja. Da oben, wir haben Gesellschaft. Wer ist das? Oh. Miliz. Ich mach das. Wow. An alle Kräfte, hier spricht der Arkham Knight. Priorität. Ich will ihn lebend. Lasst euch von nichts aufhalten. So. Oh, oh. Komm, wir müssen Gordon hier noch retten. Oh, 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 Mann. Ich muss hier erstmal noch wieder einspielen. Schaffst du mir vom Hals? Oh. Oh ja, mit den Nachbarn noch erwischt. Oh, oh, oh. Das war's. Das war der letzte. Alles sauber. Boah. Es ist zu gefährlich, Jim. Steig ins Batmobil. Ich bringe uns zum Uhrenturm. Oh, wir hatten schon was gemacht, schon. Ich muss im Batmobil bleiben und Gordon schützen. Ah, nee, wir müssen einfach nur mit auf der Straße bleiben. Bring uns einfach in einem Stück dahin. Uns läuft die Zeit davon. Ja, also wenn er mit uns fährt, ist er natürlich viel, viel sicherer. Ich frag mich natürlich auch, ob Batman dort hinten einen Bildschirm oder so hat. Sie zum Uhrenturm aufbrechen? Wollen Sie vielleicht die Analyse der Truppen des Arkham Knight hören, die Sie anforderten? Was hast du für mich, Alfred? Ich habe den Weltcomputer programmiert, die Präsenz der Miliz auf den drei Inseln zu analysieren und Daten über ihre aktuelle Stärke in jeder Zone bereitzustellen.
Wie Sie sehen, unterliegt Mirgani Island starker Besatzung. Eine beachtliche Drohnenstreitkraft kontrolliert die Straßen. 38. Saunders Island ist der Stützpunkt der Miliz und wird durch Langstreckenradar und einen Raketenwerfer geschützt. Ich rate dazu, das Batmobil vorerst von dort fernzuhalten. Die verbliebenen Drohnen auf Bleak Island wurden zum Schutz des Uhrenturms ausgesandt. Rechnen Sie mit starkem Widerstand. Gut, es sind nur 12. Danke, Alfred. Ich bin auf dem Weg. Ja, also wir müssen ein bisschen aufpassen. Eieiei, wartet doch mal kurz. Ich komme nicht auf der Cutscene, Freunde. Manuelle Steuerung aktiviert. Oh. Ich halte ihn auf, Sir. Jim, der Uhrenturm ist umstellt. Sichere den Bereich und lasse so, das hat ja wahrscheinlich die restlichen 12 Drohnen, die uns Alfred hier gerade gezeigt hat. Oh, oh. Direkter Treffer bei einer Rattler. Panzerung hält. Direkter Treffer bei einer Rattler. Oh, eieiei. Es sind nur 5 Drohnen online. Er setzt großkalibrige Munition ein. Mit Titankern? Vielleicht Wolframkarbid? Was auch immer. Es reißt uns in Stücke. Ja, wir haben natürlich große Schubse. So, hier hinten liegt noch einer. Da, kommt hier raus. Bams. Batman hat Einheiten am Uhrenturm zerstört. Da sind Milizkräfte überall um den Uhrenturm. Also, fangen wir mal hier die Gegner. Ich gebe Bescheid, wenn das Gebiet sicher ist. Ich sitze doch hier nicht rum, während du die Bastarde erledigst. Doch, tust du, Jim. Barbara würde nicht wollen, dass du mich umbringen lässt. Ich melde mich, sobald ich fertig bin. Aber sofort. Natürlich. An die Einheit am Uhrenturm. Batman weiß, dass wir seine Freundin haben. Er kommt zu euch. Haltet ihn auf. Ihr schafft das, Vader. Ich sollte erst die Miliztruppen auf dem Dach des Uhrenturms ausschalten, bevor ich hineingehe. Er hat gerade unser Panzerblatt gemacht. Oh Gott. Okay, aber soll das bringen? Weiß nicht, ich kann seine verdammte Panzerkarre nicht sehen. Das ist eigentlich jetzt mal unnötig. Wir können doch hier einfach rumrein. Das wird ja nichts passieren. Ein Typ, der gerade einen ganzen Panzerzug vernichtet hat. Ganz ruhig. Die haben ihn sicher längst ausgeschaltet. Was sind Zeugen zu? Na? Sagt wie mir hier mal den Detective Mode. Okay, es sind 5 weitere. Echt übel. Er ist bestimmt hier und sieht uns zu. Oh Gott! So, 1, 2 und ja. Guter Pflicht für mich hier. Und schau mal, was die anderen so treiben. Wir können hier natürlich auch das Umgekehrte aufschalten. Oh Mist. So, ich glaube Boden wahrscheinlich wird hier nichts helfen. Ah, obwohl, die jumpt hier gar nicht runter. Obwohl, gut, der eine jumpt hier runter. Gut, dann machen wir euch hier mal im Nahkampf fertig. Wenn ihr schon so inkompetent seid. So. Es ist doch hier geklärt. Jim, der Bereich ist sicher. Treff mich im Uhrenturm. Oh nein, wir wollen da nicht in die Lüftungsschacht. So, untersuche den Uhrenturm um Hinweise auf den Aufenthaltsort von Oracle zu finden. Genau das machen wir auch jetzt. So, wir nehmen hier natürlich den Geheimeingang. Jim, wo schon hier ist? Nee. Oh. Bist du nicht entführt worden? Colleen? Bist du's wieder? Colleen, fertig! Oh. Noch nicht ohnmächtig werden. Komm schon, zeig etwas Rückgrat. Das ist ja eine Anspielung auf eine... beim auf einem Comicfilm von Batman, ich glaube der hieß The Killing Joke oder so. Das ist ja genau dasselbe passiert. Oh. Kugel durch die Brust. Ja. So ist sie im Rollstuhl gelandet anscheinend. Muss ich hier helfen oder was muss ich denn jetzt machen? Oh, hier steht was an der Wand. This is what happened when you drag your friends into this crazy little game of ours. Okay, ist das passiert?
wenn wir unsere Freunde mit in dieses Spiel hineinziehen. Ah, okay, jetzt sind wir wieder zurück in der Realität. Es gibt doch nichts Besseres, als in Erinnerungen zu schwelgen, was, Bats? Und jetzt ein Logenplatz für die Hauptattraktion. Man sollte meinen, der alte Jim Gordon hätte langsam genug durchgemacht. Zuerst verkrüppelt ein gut aussehender junger Irrer seine Tochter. Jetzt macht er sich für ihre Entführung verantwortlich. Du solltest ihm wirklich sagen, dass es deine Schuld ist, Bats. Er wird das verstehen. Ist ja nicht so, als hättest du seine Tochter sterben lassen. Zumindest noch nicht. Die Nacht ist noch jung. Ja, das ist sie. Aber wir werden sie natürlich nicht sterben lassen. Jim ist auf dem Weg. Ich kann das jetzt nicht tun. Ach so, okay. Was sollen wir denn dann tun? Ach so. Hier, wir können hier einen Rollstuhl aufheben. Oh Gott, nein. Es ist nicht deine Schuld, Jim. Natürlich ist es das. Crane wollte so an mich rankommen. Ich hätte hier sein sollen. Ich muss dir etwas zeigen. Wir haben keine Zeit. Sie ist nicht wie wir. Identität bestätigt. Sie ist stark, Jim. Stärker, als du glaubst. Sie arbeitet für dich? Das ist alles deine Schuld. Ich werde sie finden. Sie ist meine Familie! Meine Tochter! Alles, was ich habe! Ich hätte dir nicht trauen dürfen. Niemals! Oh. Ich zieh das allein durch. Alles klar. Wie du meinst. Bleib weg von meiner Familie. Ja, ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Oh, oh. Ich finde, das ist erstaunlich gut gelaufen. Natürlich hätte ich ihm nichts gesagt, aber deshalb ist es so befreiend, ich zu sein. Du kannst dich noch auf einiges freuen, Bats. Ja, das kann ich tatsächlich. Ich muss rausfinden, was Barbara passiert ist. Sie haben die Kameras am Uhrenturm ausgeschaltet, um ihre Spuren zu verwischen. Wenn ich mich in das öffentliche Kamerasystem hacke, müsste ich alle Zugangspunkte zum Gebäude überwachen können. So, dann suchen wir mal Hinweise. So, suchen wir mal Hinweise, die zum Arkham Knight führen. Oh. So, da ist er ja. Oh Mann, ist das verpixelt. Das ist der Arkham Knight. Er hat Barbara. Ich muss rausfinden, in welchem Auto sie steckt. Hier in dem. Oh. Das ist der Arkham Knight. Er hat Barbara. Ich muss rausfinden, in welchem Auto sie steckt. Da. Hier. In diesem Fahrzeug wurde Barbara weggebracht. Diese Reifen sind Amatec D60er. Ich kann das Batmobil dem Reifenprofil folgen lassen. Es wird mich direkt zu ihnen führen. Perfekt. Wunderland, Mission entdeckt. Woher wusste Scarecrow, dass er sich um deine IT-Abteilung kümmern muss? Ich hatte keine Ahnung, dass sie für dich arbeitet, als ich sie anschoss. War wohl Glück. Oh Mann, ich liebe den Joker so sehr. Oh, na? Ernsthaft? Ich habe auf ihren Kopf gezielt. Anscheinend warst du betrunken. Ah,
Hätte ich doch nur eine Videokamera gehabt, als ich Barbara von den Füßen holte. Der arme alte Jimbo musste sich mit einer Diashow begnügen. Das ist mies. Die Reifenspuren werden mich zu Barbara führen. Dazu kann ich den Forensik-Scanner des Batmobils benutzen. So, das ist auch ein neues Feature. Ich kann hier jetzt den Fahrzeugspuren folgen. Ich auch, Master Bruce. Er hat sich den Namen aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Wo sollen wir anfangen? Arkham City. Durchsuche die Akten von jedem Insassen, der nach dem Tod von Hugo Strange entlassen wurde. Und Alfred? Sir? Sie wussten von Barbara. Aktiviere die Sicherheitsprotokolle der Bathöhle. Bitte bleib ganz. Ja. Batman, jetzt wirst du wissen wollen, wer ich bin. Du musst mich nur finden. Du bist Gotham groß. Und zwischen uns steht eine ganze Armee. Ich bin bereit für dich. Was zur Minen? Alfred, die Miliz hat ein Gerät abgesetzt, tief in der Straße vergraben. Ja, ich sehe es. Ähnliche Geräte werden in der ganzen Stadt aufgestellt. Ich überprüfe das. Sieht mir nach Mine aus. Müssen wir jetzt hier steigen oder was ist denn jetzt? So, eine Mine. Das ist eine Bombe. Mit schwerer Panzerung. Oh je. Sollten Sie sich in dem Fall nicht vielleicht etwas entfernen? Ich werde den Fernzugriff mit dem Bat-Computer einrichten und jeden Virus benutzen, den wir haben. Sobald wir drin sind, kann ich den Kern mit einer kontrollierten Explosion unschädlich machen. Sehr wohl, Sir. Aber die Miliz hat bereits einen Zug unbemannter Panzer ausgesandt, um sie aufzuhalten. Werden sie nicht. Sollen sie nur kommen? Destabilisiert das Gerät. Wenn sie sich zu weit entfernen und die Verbindung verlieren, wird die Explosion alles in einem Radius von 10 Blocks vernichten. Oh, das ist hoch. Ich will das Gerät entschärfen. Die angeforderten Drohnen wurden aktiviert. Die Bomben müssen aktiv bleiben. So, jetzt schießen wir mal hier die Drohne ab. Oh, wir haben sogar unsere Special Attack voll. So, wir müssen 10 Drohnen ausschalten. Wow. Der Feind hat jetzt die Möglichkeit zu Parallelangriff. Denk schneller! Ja, ja, ja. Ui. Auf jeden Fall, das Batmobile, das hat ja auch noch andere Designs in dem Game. Also es gibt ja immer die 2008er Version, dann noch die, das Original aus den Anime-Serie, also aus der Anime-Serie. Oh. Aber die haben halt alle keine Waffen eingebaut. Was ich schade finde, das hätten die eingebaut können, zumindest in den Tumblr. Aber falls ihr dann hier rumcruisen wollt und die Gegner abknallen wollt, dann geht das hier nur mit dem Batmobil hier aus dem Game. So, okay, es gibt sehr, sehr viele Minen anscheinend. Ich habe diese ganze Stadt mit Sprengstoff versehen. Wenn du versuchst, die Bomben zu entschärfen, bekommst du es nur noch mit mehr Drohnen zu tun. Ich habe jahrelang darauf gewartet und niemand wird mir das nehmen. Wenn es jemand versucht, bleibt nur ein Krater zurück. Sir, diese Warnung wurde auf einem offenen Kanal gesendet. Ich vermute, der Arkham Knight möchte eine Akte. Alfred, die Spur des Arkham Knight führt nach Niagani Island. Senke die Mercy Bridge. Ich kann nicht, Sir. Wir sind ausgesperrt. Die Milizen müssen die Steuerung des Transportnetzwerkes angezapft haben. Ich brauche ihren Zugangspunkt. Gut. Ich verfolge den Verkehr und anscheinend wurde er komplett umgeleitet zur Grand Avenue Station. Dann müssen Sie dort sein. Ich werde zu Fuß weitergehen und Ihren Zugangspunkt übernehmen. Ich melde mich, wenn du die Brücke senken kannst. Vorsicht, Sir. Miagani Island ist voller Drohnen und Soldaten der Miliz. Alles klar, dann auf zur Hauptkonsole. Schalten wir die Brücken ab. Batman ist anpassungsfähig. Bleibt wachsam. Achtet auf den Himmel. Ja, das ist ein sehr, sehr hilfreicher Tipp.
Arkham Knight. Aber das wird den Milizkräften auch nichts bringen. Ihr wimmelt es nur von Milizen des Arkham Knight. Ich muss sie loswerden und den Zugangspunkt finden, von dem aus sie das Transportnetzwerk hacken. Liegende Kamera mit Elektroschocker. Okay, wir haben 8 Leute. Glaubst du, er kommt? Jawohl, also wenn wir schon mal hier sind, wir haben ja auch noch 5 Fähigkeitspunkte. So, ein bisschen mit dem einmal hier in die Rüstung. Und das war's auch schon wieder. Ja, weil ich will hier als erstes die Rüstung mal machen. Eine kleine Überwachungsdrohne kreist über dem Dach. Sie ist mit einer Energiewaffe ausgestattet. Ich muss vorsichtig sein. Wenn ich den Soldaten ausschalte, kann ich die Drohne deaktivieren. Alles klar, bestellt sie hier. Oh. Was ist passiert? Die Chemiefabrik ist hochgegangen, aber ich habe keine riesigen Gaswolken gesehen. Batman ist passiert. Er ist rein und hat sich durch drei unserer Einheiten gekämpft. So, du bedienst die Drohne. Dann war das dein letzter Soll, die du bedient hast. Oh Mist. Nein, nicht durchs Fenster. Gleich treten. Oh oh. Mist, was habe ich getan? Okay, wir noch 6 Gegner. Oh, meine Nase hier. Oh nein, nein, nein. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier ganz schnell in den Lüftungsschacht hinunter. Nicht, dass die uns hier noch finden und erschießen. Komme ich denn hier jetzt weiter? So. Ah, okay. Da unten bewegt sich was. Er ist K.O. Da ist nichts. Wir können hier nichts tun. Verteilt euch im. So, dann schalte ich mich mal mit Angst aus. 1, 2 und 3. So, haben wir noch 2 Gegner. Bam. Also ihr solltet sie niemals schießen lassen, weil wenn die einmal auf euch schießen, dann war es das eigentlich so gut wie mit euch. Perfekt. Schön, dass du dich wärst, Batman. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich auch nicht. Jetzt, da die Männer des Arkham Knight erledigt sind, kann ich ihr Uplink-Terminal benutzen, um die Brücken senken. Oh, was mache ich? Nein, das ist falsche Knopf. So. Senken wir die Brücken. Ach stimmt, bei all der Aufregung hätte ich das fast vergessen. Glaubst du ernsthaft, der alte Jim vergibt dir, wenn du sie rettest? Er ist nachtragend, Bats. Ich weiß das. Alfred, ich habe die Brückensteuerung reaktiviert. Wunderbar. Ich starte das Netzwerk jetzt neu. Vergiss Scarecrow. Zeit, deinem wahren Erzfeind entgegenzutreten. Oh je, ist das der, für den ich ihn halte? Enigma. Melde dich, sobald die Brücke bereit ist. Löse das Rätsel. Oh, was für er denn? Eddie, Süßer, du verwechselst mich mit Robin. Der Große und ich sind uns gar nicht zu nahe. Oh, oh, ich weiß. Wegen dem, was seiner Katze Freude passieren wird, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockierend, dunkler Ritter, erstaunt, das hast du nicht erwartet, oder? Weil du mir nicht gewachsen bist, Edward Enigma, der Ritter und dir intellektuelle Überlegung. Dachtest du, ich vermisse unsere letzte Zusammenkunft, dunkler Ritter? Du hast mich gedemütigt. Dieses Mal wirst du mal nicht schlagen. Völlig unmöglich, du kannst es nicht. Ich habe schon gewonnen. Ich belächle deinen Versuch, meine Rätsel zu lösen. Ich werde triumphierend über deinem Leichnam stehen. Und während in deinem beschränkten Geist endgültig alle Lichter ausgehen, wirst du nur daran denken können, wie ich dich besiegt habe. Komm zum Waisenhaus, Detektiv. Oder sie stürzt sich nicht. Alles klar. Gut, Freunde, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Checkt auch die Playlist ab, falls ihr die letzten Folgen verpasst habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Batman Arkham Knight. Bis dahin,
wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und möge Batman mit euch sein. Ciao!